Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit dem zweiten Part von Ich grade mein Gamingzimmer ab. Ja Leute, beim letzten Mal sind wir ja bis dahin gekommen, dass wir die Wandhalterung hier abschrauben müssen. Hier liegt ja noch die Tischhalterung, die ja drankommt. Ich habe schon mal eine von den Matten abgemacht, einfach nur mal so, um zu gucken, wie gut die abgehen. Danach werde ich die Wandhalterung alle abschrauben und dann würde ich sagen, hören wir uns erstmal wieder. So Leute, jetzt habe ich ein Problem und zwar hingen vorher an der Wand hier Regale und ja, hier muss ich jetzt die ganzen Löcher zumachen. Hier sind über noch die Dübel drin und so, die muss ich noch irgendwie rauskriegen jetzt. Ihr fragt euch sicherlich auch, warum ich die Matten genagelt habe und nicht mit Kleber an die Wand gemacht habe. Das hat folgenden Grund, das ist eine Mietwohnung, wo ich wohne und weil wir gedacht haben, wenn wir mal ausziehen oder so, dann können wir die schneller von der Wand runternehmen und dann alles wieder beheben. Ist auch so, ich kriege die ja sehr schnell von der Wand runter. Problem ist halt jetzt überall Löcher drin, so kleine. Ich meine, die mache ich überall zu, ist jetzt kein Ding. Aber alles natürlich auch wieder spachteln und ja, am besten jetzt einmal die Wand streichen. Passt eigentlich, weil ich muss sowieso noch eine andere Wand streichen, wo meine Kinder ein bisschen sich künstlerisch betätigt haben. Und ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Ich werde jetzt die letzten Matten runternehmen. Ich werde die Löcher zuspachteln, also die Dübel rausholen, Löcher zuspachteln und die Wandhalterung natürlich endlich mal abmachen, was ich ja schon die ganze Zeit machen will. Und ja, weiter geht's. Okay Leute, ich habe erstmal alle Dübel raus. Das Problem ist, dass die Wände hier einfach so alt sind, also auch dementsprechend porös sind, dass, ja, dass die Löcher einfach total riesig werden. Ich muss jetzt hingehen, muss das Ganze spachteln, muss erstmal einen Staubsauger holen, damit ich die Löcher alle erstmal vernünftig aussaugen kann. Ich zeige es euch einfach mal. So, ihr seht ja hier das Loch. Und ich kann hier mit dem Finger reingehen und kann das einfach größer machen mit dem Finger schon. Seht ihr, das ist Katastrophe. Also ich muss auf jeden Fall jetzt die Löcher aussaugen und dann muss ich die ganzen Sachen spachteln und später muss ich die Sachen streichen. Anders geht's nicht. Deswegen heißt es jetzt Staubsauger holen. Der steht aktuell in der Garage, weil ich das Auto letzte Woche gesaugt habe und dann habe ich den stehen lassen. Ja, ich muss den Sauger holen und dann saugen wir die Löcher aus und dann fangen wir an zu spachteln. Ja Leute, blöderweise habe ich keinen Spachtel mehr gefunden. Wahrscheinlich ist der im Keller, deswegen muss ich es jetzt mit einer alten Messerklinge machen. Naja, Hauptsache links gerade. So. Dann werden wir jetzt die Wand schön verspachteln, damit nachher die Löcher alle weg sind. Jo, die Tür geht zu. Falls euch wundert, ich habe das Fenster auf, deswegen ist hier ein bisschen Durchzug. So. Wie gesagt, die Löcher alle schön zumachen, damit das nachher hier auch wieder sauber aussieht. Weil so wie jetzt, habt ihr ja gesehen, Katastrophe. Und das kann ich so nicht lassen, das gefällt mir nicht. Thank you.
So Leute, es ist 20 nach 12. Die Spachtelmasse muss jetzt erstmal trocknen, deswegen mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich werde jetzt erstmal was essen, was trinken und dann sehen wir uns in einer guten halben Stunde. Okay Leute, ich habe jetzt Mittag gegessen, habe ein bisschen Two Broke Girls geguckt, habe ein bisschen Two and a Half Men geguckt. Meine Frau war zwischenzeitlich zu Hause mit den Kindern und hat sich den Raum auch mal angeschaut und war der Meinung, man könnte den Schreibtisch auch einfach auf die andere Seite stellen. Hat sie auch recht, wäre eine geile Sache, aber dafür bräuchte ich eine neue Tischplatte, weil ich halt in der Tischplatte jetzt Löcher drin habe, damit ich die Kabel durchführen kann. Und wenn ich das jetzt auf die andere Seite stelle, müsste ich das tauschen und da dann passt das alles nicht. Und dann habe ich gesagt, lassen wir das. Und ich habe in der Zwischenzeit habe ich gewartet, dass die Spachtelmasse trocken wird. Ich habe die Wände gestrichen, beziehungsweise die eine Wand, wo die Löcher drin waren. Und dann auch die Seite daneben habe ich nochmal neu gestrichen, weil da ein paar Flecken dran waren. Die sollten auch weg. Und ist alles trocken soweit. Die Wand ist noch ein bisschen feucht, deswegen habe ich da jetzt nichts weiter gemacht. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wie es aussieht. Es ist nicht perfekt, weil die Vormieter, die halt vor uns hier gewohnt haben, Sachen in die Wand gebügelt haben. Keine Ahnung, Regale, Bilder, was auch immer, keine Ahnung. Und haben anschließend, statt die Sachen wieder rauszuziehen und glatt zu machen, haben sie einfach drüber tapeziert. Das heißt, überall stehen so ein bisschen die Tapete ab, weil da drunter halt Dübel sind. Das merkt man halt auch. Und das ist halt ein bisschen blöd, aber es geht nicht anders. Vielleicht hänge ich irgendwie Bilder drüber oder so. Den Schreibtisch habe ich wieder sauber gemacht soweit. Und hier sind auch schon ein paar Matten drin, wie hier. Ist halt nicht der neueste Schreibtisch. Und die Löcher werden auf jeden Fall gleich noch bearbeitet. Die werden nicht so bleiben. Ich habe mir hier diese Kabelhalter geholt. Beziehungsweise zwei davon hatte ich schon. Und ich habe mir jetzt noch zwei weitere geholt. Die werde ich unter den Tisch machen, ringsrum quasi. Vorher hatte ich hier einen. Und hier habe ich einen. Jetzt werde ich dann halt noch in die Ecke einmachen und hier noch einen machen. Dass ich dann quasi diese ganze Ecke halt mit diesen Kabelkanälen und diesen Gittern hier voll habe. Dass ich quasi die Kabel alle da langlegen kann. So, jetzt habe ich die anderen zwei Kabelkanäle, sage ich jetzt mal auch, also diese Kabelgitter auch ausgepackt. Die werden wir jetzt von unten quasi unter den Tisch schrauben. Wie gesagt, dort hängt schon eins. Und ich möchte jetzt gerne noch dort in die Ecke eins machen, dann hier eins durch und hier hängt ja das andere dann noch. So, nachdem ich die erste Kabelhalterung dran habe, habe ich auch direkt das nächste Problem. Denn ich weiß nicht, ob ihr die Teile kennt. Es sind so, ich hoffe, man erkennt das, so Plastik-Dübel, sage ich mal, die halt von unten quasi so in die Tischplatte kommen, so bis hier ran, wo man dann anschließend die Schraube reinschraubt. Und Problem ist, beim Rausmachen von den alten Teilen fallen die auseinander, weil die sind halt nicht dafür gedacht, reinzuschrauben und wieder rauszunehmen. Deswegen muss ich jetzt gucken, wie ich das mache. Ich kann jetzt noch drei Kabelgitter quasi anschrauben. Danach, das letzte muss ich dann erstmal lassen. Ich habe jetzt schon Ersatzteile bestellt bei IKEA. Die kommen halt über einen Ersatzteilservice. Dürfte halt nicht allzu teuer sein. So, ich habe jetzt zwei Kabelhalter dran. Auch schon montiert, fertig. Problem ist jetzt natürlich, dass ich nur noch für einen von beiden diese Plastikdinger habe. Das heißt, einen muss ich weglassen. Deswegen werde ich erstmal die alten Halterungen nehmen, also quasi diese und da hinten ist noch eine, die ich wieder anschrauben muss. Dann werde ich die erstmal so lassen, bis die Ersatzteile von IKEA da sind. Und wenn die Teile da sind, dann werde ich das fertig machen. Jetzt komme ich allerdings an der Stelle nicht weiter. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Löcher auf dem Schreibtisch. Okay Leute, es ist Zeit, das nächste Paket aufzumachen. Und ich hoffe einfach mal, dass jetzt da das drin ist, was ich denke.
denn ich habe mir Kabeldurchführungen gekauft. Ja, die sind hier drin, sehr gut. So. Und zwar ganz einfache, billige. Und die werde ich mir in den Schreibtisch reinmachen. Ja, so sehen die Teile aus. Die sollen jetzt hier rein. Zum Beispiel hier kommt einer hin. Und auch hier vorne, wo die Plazy ist, soll einer hin. Quasi. Dann kannst du das Ding nach unten drücken, zur Seite wegschieben. Und dann hast du quasi ja, ein Loch, wo du dann die Kabel durchführen kannst. Sieht halt schöner aus, als wenn man einfach nur so ein Loch im Schreibtisch hat. Deswegen werde ich jetzt gucken, was für ein Durchmesser ich brauche. Ich glaube, weiß ich nicht, 80, 60, keine Ahnung. Ich werde es ausmessen und dann werden wir die Löcher machen. So, wir haben die Kabelkanäle drin, einmal rechts, einmal links. In der Mitte muss noch einer kommen, da muss ich erstmal gucken, wo der hinkommt. Ja, für die PlayStation, die haben wir auch schon fertig gemacht. Und ja, die Wand haben wir gestrichen und ich denke mal, das ist auch gut für heute. So, jetzt machen wir auf jeden Fall an dieser Stelle Schluss. Ich würde mich wie gesagt über ein kostenloses Abo freuen, über einen Daumen nach oben sowieso. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr nichts mehr von meinem Umbau und ja, bei Insta aktiv bleiben, dort poste ich immer wieder mal was Neues. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Part und ciao.